Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Lernvideoreihe Einfach schneiden mit dem Power Director in der Version 15. In der letzten Folge ging es um das Einblenden von Zusatzinformationen über eine Bauchbinde. Da zeigte ich, wie die zu erstellen ist. Und in dem heutigen Teil möchte ich euch zeigen, wie ihr aus der statischen Bauchbinde eine animierte Bauchbinde machen könnt. Ich habe dazu hier schon mal meinen Medienraum soweit vorbereitet, auch schon einen ausgewählten Clip reingelegt und ich möchte euch jetzt kurz zeigen, wie eine animierte Bauchbinde ausschauen kann. Es handelt sich bei hier wieder um Luftaufnahmen mit der DJI Phantom 3, deswegen keine Tonspur. Und hier blende ich animiert die Zusatzinformationen ein, die für den Zuschauer ganz interessant sein kann. Das heißt, wir haben hier einen animierten Einblendeffekt und einen animierten Ausblendeffekt. Damit dieses möglich ist, muss an dieser Stelle mit Keyframes gearbeitet werden. Ich werde euch das Schritt für Schritt zeigen. Das hier links ist ja sozusagen unser Soll und ich zeige euch jetzt, wie man das machen kann. Dazu kopiere ich ganz schnell mal. Okay, das ist hier unser Videoclip und unter diesem Videoclip soll eine animierte Bauchbinde eingefügt werden. Wir gehen wieder hier oben auf die Registerkarte Farbkarten, wählen dort eine beliebige Farbe aus. Ich habe mich jetzt für Blau entschieden. Gehen wir hier oben wieder auf Medieninhalt. So. Damit eine Animation auch in Ruhe ablaufen kann, braucht sie eine gewisse Dauer. In dem Fall entscheiden wir uns erstmal für rund 10 Sekunden. Damit wir das genau einstellen können und nicht hier mit der Maus so rumeiern müssen, gibt es hier oben den Schalter Dauer und hier kann man ganz genau einstellen die Dauer. So, weil wir müssen nämlich jetzt wirklich darauf aufpassen, auf die Sekunde genau zu schneiden. Wir wollen hier in unsere Bauchbinde noch ein Bild einfügen, damit das ein bisschen aufgelockert ist. Passend zu den Weinbergen sind es hier Weintrauben. Auch hier klicke ich es wieder an, gehe auf Dauer und schalte exakt 10 Sekunden Abspieldauer ein. Jetzt brauchen wir noch zum Schluss einen Titel. Hier nehme ich immer den Standardtitel, setze den auch in die freie Textspur. Und da ich in den Voreinstellungen schon den Titel immer auf 10 Sekunden Abspielzeit eingestellt habe, passt das jetzt in diesem Fall sehr gut. Jetzt sieht man schon wieder sehr schön in der Vorschau. Ich ziehe die mal ein bisschen näher ran. Sieht man wieder hier sehr schön in der Vorschau. Das ist die Spur, die am dominantesten ist. Dann kommen die Weintrauben, die Farbkarte und von meinem Videofilm ist gar nichts mehr zu sehen. Also, wir fangen an mit der Farbkarte, dass wir die entsprechend in der Position aufbauen. Da wir das Seitenverhältnis nicht beibehalten wollen, wichtig bei Ausmaß den Haken rauszumachen in den Objekteinstellungen. Und jetzt kann ich die Bauchbinde so einstellen von der Größe, wie ich es für richtig halte. Ganz einfach mit der Maus das machen. Das ist erstmal am Anfang so ein bisschen ausprobieren, wie es passt. Später kommen dann die ganzen Details. Im nächsten Schritt können wir dann jetzt an die Bauchbinde gehen und sie im Detail etwas verschönern. Wir klicken wieder doppelt drauf. So, ich würde sie ein klein bisschen kleiner machen und nicht ganz so mit 100% Deckkraft. Und wir wollen sie ja beweglich machen. Fangen wir erstmal mit dem Design an. Da haben wir ja hier im Power Director so einige Möglichkeiten, um hier einfach noch ein bisschen zu spielen. So, wir können hier zum Beispiel einen Rand machen. Hier sieht man, der Rand hat die Farbe weiß. Wir könnten das auch zweifarbig oder einen Vierfarbverlauf machen. Ist aber Geschmackssache. Ich gehe mal die Deckkraft auf 75% und mache etwas Unschärfe rein. Genau, dann sieht das schon ein bisschen interessanter aus. So, jetzt fangen wir an, mit den Keyframes zu arbeiten. Das bedeutet, in dieser Zeitleiste, wo ich hier bin, habe ich die Kriterien Position, Ausmaß, Deckkraft, Rotation, Freiform, 3D-Szenentiefe. Das sind auch die Sachen, die ich hier links in der Regel finde. So, wir müssen dem Programm sagen,
Wie soll die Anfangsposition der Bauchbinde sein? Wir hatten uns ja die Vorlage angeschaut. Das heißt, am Anfang ist die Bauchbinde gestartet von links nach rechts. Das heißt, wir setzen jetzt hier am Anfang drei Keyframes: Position, Ausmaß und Deckkraft. Nochmal kurz zur Erinnerung: Wir haben das Seitenverhältnis nicht angeklickt. Das bedeutet, wir können jetzt das wunderbar verschieben, schieben es hier zusammen und setzen die Deckkraft auf 0. Jetzt sagen wir, ungefähr nach einer Sekunde soll die Bauchbinde die finale Größe und die finale Deckkraft haben. Dass hier noch die Weintrauben und die Schrift schon zu sehen sind, soll uns jetzt an dieser Stelle nicht stören. Das heißt, ich setze wieder drei Keyframes und sage nun der Timeline, welche neue Position hat denn meine Bauchbinde? Das heißt, ich ziehe sie wieder hier auf. Guck, dass das ungefähr so mittig ausgerichtet ist. Und jetzt natürlich ganz wichtig, also ich habe jetzt Position, ist die gleiche geblieben, aber ich habe das Ausmaß verändert, indem ich die Bauchbinde von links nach rechts aufgezogen habe. Und jetzt sage ich noch die neue Deckkraft. Und wir möchten nicht 100% Deckkraft, sondern nur 75% Deckkraft, damit das so ein bisschen durchschimmert. Alles klar, das hat soweit funktioniert. Jetzt gucken wir uns das hier in der Vorschau einmal an. Wunderbar, die Bauchbinde ist gewachsen und zwar so, wie wir uns das vorgestellt haben. Damit die Bauchbinde nicht nur am Anfang in das Bild reinwächst, von links nach rechts, wollen wir natürlich auch einen Endeffekt machen. So, das heißt, wir schieben hier auf der Timeline und wir wissen hier noch, die Gesamtdauer sind 10 Sekunden. Das heißt, ich würde empfehlen, ab 8 Sekunden 30, dass die Bauchbinde auch wieder aus dem Bild rauswandert. Das heißt, wir müssen jetzt dem Programm mitteilen, was ist die Position bei 8 Minuten und 20 Sekunden. Das heißt, wir setzen wieder Keyframes hin. Wir verändern zwar, also die Position ist diese hier. Das Ausmaß werden wir wieder verändern, weil wir werden die Bauchbinde dann gleich wieder zusammenschieben. Und wir werden auch die Deckkraft wieder nachher verändern. Das heißt, hier weiß das Programm, ist alles noch so, wie wir es sehen. Aber jetzt in den letzten anderthalb Sekunden, also bis 10, muss wieder eine Aktion passieren. Das heißt, wir setzen wieder drei neue Keyframes hin und teilen jetzt, man sieht sie hier ganz schwach, die roten Punkte, und teilen jetzt dem Programm mit, wie soll denn die Bauchbinde am Ende aussehen. Das heißt, wir schieben sie wieder zusammen und verringern wieder die Deckkraft von 75% auf 100%. Okay, jetzt schauen wir uns das alles nochmal an, wie die Vorschau aussieht. Bauchbinde ist angewachsen, sie ist präsent. Und gleich kommt es an die neuen Keyframes und dann müsst sie von rechts nach links wieder zusammenschrumpfen. Wunderbar, hat funktioniert. Wir gehen auf OK. Als nächstes müssen wir uns um das Bild, nämlich den Weintrauben, kümmern. Auch hier machen wir wieder einen Doppelklick drauf, öffnet sich der Bild im Bilddesigner. Und jetzt müssen wir genauso wie bei der Bauchbinde verfahren, weil wir möchten ja auch hier, dass die Weintrauben animiert in das Bild reinkommen. Wir sagen wieder hier auf der Timeline, wie ist die aktuelle Position, wie sollst du am Anfang aussehen? Und hier machen wir das mal klein, schieben das hier runter in die Ecke und machen die Deckkraft auf 0. Und wir wissen ja, dass die Bauchbinde nach einer Sekunde komplett entstanden ist. Das heißt, hier können wir uns wunderbar nachrichten, stellen hier auf eine Sekunde. Wir können natürlich auch hier mit dem Cursor einfach reinklicken und machen mit der Tastatur. So, jetzt machen wir wieder die entsprechenden Keyframes, fügen wir ein. Und jetzt hat das Programm eine Sekunde Zeit, quasi von der Position auf diese Position eine Aktion durchzuführen. Und zwar, wir wollen ja hier die Weintrauben entsprechend großziehen. Ziehen wir die Weintrauben groß auf unser Maß und vergessen nicht, die Deckkraft auf 100% einzustellen. Jetzt kommt noch eine Besonderheit hinzu. Und zwar gibt es hier in diesem Bereich bei der Position den Befehl
EA's In. Und das gibt es auch bei Ausmaß, EA's In. In solchen animierten Fällen ist es immer ratsam, hier einen Haken zu setzen. Das sorgt dafür, dass die Animation realistischer und weicher aussieht in der Ausführung. Wir schauen uns das mal in der Vorschau an. Timing passt, wunderbar, die Weintrauben und die Bauchbinde sind gut aufeinander abgestimmt. Als letztes kümmern wir uns um die Schrift. Wieder Doppelklick drauf machen. Das ist die Standardschrift aus dem Titeldesigner, die ich ausgewählt habe. Gleiches Prinzip. Ich sage dem Programm wieder, wie sieht die Schrift in Position, Ausmaß und Deckkraft am Anfang aus. Forme sie entsprechend hin. Hier lasse ich das Seitenverhältnis mal. Lasse ich angehakt, dass das gleich bleibt. Das sieht bei der Schrift einfach weicher aus. Jetzt müssen wir noch die Deckkraft verändern. Und wichtig, es geht nicht um diese Deckkraft, weil das ist die Schriftart, sondern es geht um die Erscheinung der Schrift. Und das ist diese Deckkraft. Einfach ein bisschen weiter runter scrollen, dann findet man das auch. Okay, wir erinnern uns, nach einer Sekunde ist Bauchbinde und Weintrauben haben sich soweit entwickelt. Das bedeutet, hier kann ich auch nach einer Sekunde die entsprechenden Keyframes wieder setzen. Und jetzt sage ich einfach, wie Schrift siehst du aus, in welcher Größe und natürlich auch wieder in welcher Deckkraft. Jetzt gucken wir nochmal, ob das so einigermaßen passt. Wir ziehen es nochmal ein bisschen runter. Jetzt ist das einigermaßen mittig, ästhetisch angeordnet. Wir schauen uns das in der Vorschau an, ob das Timing passt. Aus meiner Sicht passt das wunderbar. Wir gehen auf OK und wir schauen uns das hier nochmal an. Wunderbar. So, jetzt haben wir den Eingangseffekt erstellt. Jetzt geht es natürlich darum, dass die auch entsprechend animiert alles wieder endet. Wie wir eben gesehen haben, ist bei der Bauchbinde der Endeffekt schon eingestellt. Das sieht man hier auch an der Deckkraft, wie das sich verändert. Das wird hier schon mal im Storyboard angezeigt, beziehungsweise auf der Timeline, nicht Storyboard. Das gleiche machen wir natürlich auch mit den Weintrauben. Wir klicken drauf. So, wir gucken uns das an. So sieht die Weintraube aus. Und wir haben ja gesagt, bei 8 Sekunden und 30 fängt die Bauchbinde an, sich wieder einzurollen. Das heißt, auch an dieser Stelle wird es Zeit, dass die Weintraube auch so langsam verschwindet. Wir setzen wieder Keyframes. Position, Ausmaß, Deckkraft. Das ist der Ist-Zustand. Und jetzt sagen wir, wir gucken uns das mal an, wann verschwindet die Bauchbinde. So, und spätestens hier würde ich mal sagen, muss die Weintraube, machen wir bei 9 Sekunden, spätestens da muss die Bauchbinde, die Weintraube auch verschwunden sein. Wir setzen wieder Keyframes. Und was wir am Anfang gemacht haben, machen wir jetzt nur am Ende in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, wir ziehen wieder die Weintraube komplett zusammen, gehen auf Deckkraft, machen auf 0 und haben diesen Effekt erstellt. Wir schauen uns das in der Vorschau mal gesamt an. Alles ist angewachsen, gut lesbar. Jetzt geht es darum, wie es animiert wieder verschwindet. Ja. Wir können uns sogar mit der Weintraube noch ein bisschen Zeit lassen, bis die verschwindet. Dann gehen wir doch auf 9:30. Wir können die Keyframes einfach mit der Maustaste links anklicken und entsprechend verschieben. Und wenn ich genau unter dem anderen Keyframe bin, merke ich schon durch die Verfärbung, das passt. Wunderbar, wir gucken uns das nochmal in der Vorschau an. Okay, das passt. Wir gehen auf OK. Gehen wir zwischendurch immer wieder auf Speichern. Als letztes kümmern wir uns noch um die Schrift. Wieder einen Doppelklick drauf machen. Der Titeldesigner öffnet sich. Hier sehen wir, wie die Schrift groß geworden ist.
Und genau was am Anfang defekt war, machen wir jetzt natürlich in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, bei 8 Sekunden 30 haben wir auch bei den anderen zwei Elementen Keyframes gesetzt. Deswegen machen wir das hier natürlich genauso. Und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt sieht man schon, die Bauchbinde ist deutlich schneller als die Schrift. Das heißt, ich kann nicht warten auf 9 Sekunden 30, weil dann würde die Bauchbinde hier schon mal sein. Das heißt, wir würden jetzt mal bei 9 Sekunden 10, das muss man immer so ein bisschen ausprobieren, wie es gerade passt. Machen wir mal die Keyframes rein. Wenn es nicht passt, wir sind ja flexibel und können sie sofort wieder verschieben. Schrift machen wir wieder klein und denken an die Deckkraft. Wichtig, dass wir die untere Deckkraft hier nehmen, das Richtige auswählen auf 0 und klicken wieder Erase In an, zweimal, damit die Bewegung weicher wirkt. Wir schauen uns das in der Vorschau einmal an. Das ist der Beginn. So, bei der Schrift können wir uns sogar etwas mehr Zeit lassen, wie wir gesehen haben. Wir klicken wieder hier auf die Keyframes und gehen jetzt mal auf 29 oder 25. Linke Maustaste anfassen, klicken, schieben. Sobald sie rot sich alle färben, weiß ich, ich bin genau im Timing richtig. Nochmal die Vorschau gucken wir uns an. Wir schauen uns das jetzt hier nochmal im Finale an, wie es dann real aussieht. Wunderbar. Das passt alles vom Timing. Ja, mit Keyframes kann man ganz einfach animierte Bauchbinden erstellen. Oder anders ausgedrückt, Keyframes sind nicht nur für Bauchbinden gut, sondern man kann sehr viele Sachen, Bilder, PNG-Dateien oder auch andere Symbole, Schriften animieren und kann damit ein bisschen Bewegung in sein Bild reinbringen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es darum geht, wie ich einen Filmkommentar aufnehmen kann. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Ich freue mich darüber. Ich sage Tschüss, vielen Dank für das freundliche Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.